Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bilde 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, neue Woche, neues Glück. Wir sind in der zweiten Folge hier aus dem Livestream. Immer montags auf Twitch. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Link ist auch in der Videobeschreibung, sowie auch die anderen Kanäle, die hier noch mit dran teilnehmen. Sozusagen die anderen Kontrahenten. Und ja, Montag ab 19:30, 20 Uhr sind wir dann live. Und dann machen wir immer 4 Folgen mit euch zusammen. Und natürlich könnt ihr dann auch Tipps, Ratschläge geben und so weiter und so fort. Aber ich freue mich auch immer sehr, wenn ihr in die YouTube-Kommentare schreibt und dort sozusagen auch euren Senf dazugebt und immer mal einen Tipp da lasst oder sonstiges. Ne? Gerade auch was so das Bauen betrifft. Ich habe leider nicht geschafft zu bauen. Ich muss aber auch dazu sagen, es war auch finanziell jetzt nicht so lukrativ zu bauen, weil wir haben jetzt 50.000 nur auf dem Konto. Und von daher müssen wir erstmal wieder ein bisschen Geld sparen. Aber ich sehe gute Chancen, dass wir jetzt nach dieser Stream #Aufnahmesession wieder Geld haben, wo wir auch bauen können. Also das, denke ich, sieht eigentlich ganz gut aus. So, dann schauen wir mal. Wir müssen noch Dünger verkaufen. Wir haben in den Lagern richtig gut Früchte angesammelt mittlerweile. Also das läuft eigentlich auch ganz gut und ja, wir haben aber auch wirklich eine riesengroße Menge zu tun. Also es ist Wahnsinn, was zurzeit also auf dem Plan steht. Ich hoffe, dass die Gärreste so langsam mal eintreffen. Bis jetzt sind sie das nämlich nicht. Da muss ich echt nochmal nachhaken. Weil das dauert sehr, sehr lange. Warum sind die Gärreste noch nicht da? Ja, den Drecher müssen wir unbedingt tanken. Müssen wir mal schauen. Achso, wir haben ja Sprit bei unserem Hof. Ja, der ist fast so sparsam wie sein Vorgänger. Das stimmt allerdings. Ah. So, dann rufen wir einmal bei Melo an und dann schauen wir mal. Herr Rüssel, guten Tag. Ja, servus, grüßi. Und zwar folgende Sache. Haben Sie... Ich bräuchte mal den Herrn Taxer. Den Herrn Taxer? Warten Sie mal, ich hole ihn damit in die Leitung. So. Haben Sie den Herrn Taxer erreicht? Ja, warten Sie kurz. So, jetzt ist er am Telefon. Herr Taxer? Ja. Ah, ich habe sie über Funk nicht erreicht. Ich wollte nur fragen, wie es mit den Gärresten läuft. Bin am Weg. Achso, Also, ich liefere gerade die erste Fuhr ab. Ah, die erste Fuhre geht gerade rein? Mhm, genau. Oh, super. Perfekt. Perfekt. Alles klar. Nee, super, Herr Taxa. Dann weiß ich Bescheid. Ja. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Ja, tschüss. Gerne. Ciao, ciao. So, Gudi. Dann perfekto. Dann rufen wir nochmal beim Unternehmer an, oder? So. Gülletransporter Hansen, was kann ich für Sie tun? Grüße Sie, Sie fahren gerade Gülle? Ja, Gärreste, besser gesagt. Gärreste. Ich habe mal eine Frage. Ja? Ich habe Ihnen, wenn mich nicht alles täuscht, das letzte Mal noch Sojabohnen gebracht. Ja. Sind die bezahlt worden? Also ich weiß, das war kurz vor knapp. In meinem Tablet sehe ich da einen Haken drin. Das ist bezahlt. Wie viel gab es da? Den 1100. Okay, das kann sein. Da wollte ich nur noch... Ah, okay, passt. Super. Nee, da wollte ich nur noch mal nachfragen. Super. Und Sie fahren gerade Gärreste zu mir? Ja, na, die eine Ladung, die ich versehentlich schon aufgenommen habe. Ja, genau. Der Taxer da, oder wie auch immer der Kollege da heißt vom LU, hat mir das halbe Biogasanlage da gerade fast zerlegt. Ja, Gott sei Dank. Also, was die für Fahrer da einstellen, also was da für ein Niveau mittlerweile herrscht, ist eine Katastrophe in diesem Unternehmen. Obwohl ich Ihnen sagen muss, dass der Herr Taxer, eigentlich ein sehr, sehr guter, zuverlässiger Mann ist. Also, mit ihm hatte ich ja gar keine Probleme. Aber vielleicht nicht im LKW, sondern eher im Traktor. Weiß ich ja nicht. Das kann gut aber möglich sein. Aber mir hat er gerade die halbe BGA zerlegt mit seinem Anhänger gespannt, wie er da um die Kurven gefahren ehrlich? Ist. Ehrlich? Also, absolute Katastrophe. Das weiß ich nicht, ob ich den nochmal in meine BGA reinlasse. Ist ja unerhört. Na, einmal muss er noch. Sie schreiben mir da eine Rechnung, oder? Ja, würden wir so machen, ja. Genau, also ansonsten... Den anrufen, ne? Ja, doch, genau. Mhm. Ansonsten würde ich jetzt zu Ihrem Feld fahren, zu dem Feld... was war das? 21, genau. Zu 21 würde ich jetzt umsetzen. Genau. Ich bin ganz in der Nähe, das bietet sich an. Na, machen Sie das, ne? Wissen wir Bescheid.
Alles klar. Gut. Gut, Herr Hans. Wunderbar. Wunderbar, dann Herr Hans. Viel Spaß beim Ernten. Viel Spaß beim Gärrissefahren. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Dann können wir die nämlich anschmeißen. Ja, Mann! Geile Scheiße! Endlich wieder Production und Speicherlex. Das gefällt mir am besten. So richtig schöne Speicherlex. Die gönne ich mir jetzt. Fahre ich in die falsche Richtung? Nee. So, ja. Ich habe ja ein paar schlaue Kommentare gekriegt, dass man den Drecher auch zusammenklappen kann. Dann nicht überall hängen bleibt. Prinzipiell habt ihr natürlich vollkommen recht. Andersrum wäre es natürlich nur halb so witzig. Nein, Spaß. Ich versuche mich jetzt hier gerade mal schnell durchzuschlängeln, weil... Tanken. Kriegt man das Feld noch hin? Boah. Was ist das hier, ne? Ihr habt natürlich recht mit dem Tanken. Okay, folgendes. Wir... Wir machen folgendes. Wir stellen das Schneidwerk hier ab und gehen tanken. Da kommen wir nicht drum rum. So. So geil, dass das Rohr einklappt bei dem Drecher. Das ist einfach so legit. Okay. So. Jetzt düsen wir einmal zurück und tanken. Da habt ihr recht. Wenn wir leer laufen, haben wir es vergeigt. Dann... Bringt das auch keine Punkte. Oh, das mit dem Stroh einsammeln, das ist auch eine... Ich will aber erst schnell das Feld machen. Ich will das Feld schnell vom Unternehmer fertig machen. Ich habe nicht die Vermutung, dass wir was bekommen dafür. Ich mache es natürlich gerne, um zu helfen. Aber wir haben selber tonnenweise Arbeit. Aber trotzdem denke ich, dass wir was bekommen könnten. Tankt doch beim LU halber Weg. Ja, nee, das wird wohl nichts werden. Da wird es Ärger geben, wenn wir beim LU tanken. Ja, wir schauen mal, wie wir zum Feld kommen. Alles gut. Jetzt düsen wir erstmal schnell zurück. Und knallen mal hier schnell ein bisschen Diesel rein. Ja, jetzt fängt es auch schon an mit Blinken. Also definitiv. Jetzt müssen wir... Boah, da gehen wieder 1000 Liter rein hier. Minimum. Macht Sally ständig? Was macht sie ständig? Beim LU tanken? Ah, also dann Bescheid sagen beim LU quasi. Hm, okay. Ja, aber wäre das wirklich halber Weg gewesen? Das ist dann nicht halber Weg, oder? Naja, halber Weg. Ja, es ist kürzer, doch, das stimmt schon. Es ist kürzer, das Gelbe da unten neben Feld 7 ist LU. Nee, habt ihr recht, wäre kürzer gewesen. Gut. Okay, nee, dann können wir das nächste Mal dort tanken, kein Problem. Aber jetzt benutzen wir nochmal schön unsere eigene Tankstelle hier. Wir haben noch ein bisschen Sprit drin. Natürlich nicht. So, komm, 5000 Liter Diesel direkt mal gekauft und dann geht er los. Oh, da kam schon die zwei... Ach, es ist ja 1 zu 4. Stimmt, es ist ja 1 zu 4. Läuft der immer noch? Achso, sind auch noch keine 1000 Liter drin. Gut. Junge. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, LU-Rechnung. Na wohl, wir haben nur Stundenlohn bis jetzt. Wir haben bis jetzt nur Stundenlohn. Sehr geil, 1000 Liter. Easy peasy. Boah, das kostet Zeit. Hier stehen und warten, ne? So, komm, ab geht's. Ab geht die wilde Fahrt. Da 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 da
So. Dann auf zu Feld 31 müssen wir. Ach, die 31 müssen wir auch noch spritzen, fällt mir gerade so ein. Das müssen wir am besten auch noch machen, bevor wir wieder ins Spulen gehen. Die 31 spritzen. 2019 Ernten haben wir abgeschlossen. 16, 20 Stroh. Ach, die 19 noch ernten, oder? Die 19. Ach, da unten, ja, die müssen wir auch noch ernten. 21 ernten, Dünger verkaufen, Gärreste kaufen. Haben wir gemacht. Grasfeld 46, 45 zu Feld, genau. 16, 20, 51 neu bestellen. Es soll regnen. Das ist ja mies. Wann denn? 17 Uhr erst, schaffen wir. 17 Uhr erst. Die arme Sau, die hier Stroh einsammeln muss. Ich muss mal gucken, solange wie ich Sallys Ladewagen habe, werde ich das versuchen, selber noch mitzumachen. Naja, wir haben einiges auf der Agenda stehen und wir müssen heute verkaufen. Wir werden definitiv verkaufen in dieser Aufnahmesession. Also in der letzten Folge, in der vorletzten, also in der nächsten oder übernächsten Folge werden wir definitiv verkaufen. Werden wir richtig raushauen. Ich habe den Schweinestall. Ich möchte aber einen neuen Schweinestall bauen, einen anderen. Einen, der sich mehr lohnt. Dann würde ich nämlich auch ganz gerne Schweinchen machen. Ich komme mal wieder nicht rein, oder? Hier werden wir nicht reinkommen. Dann versuchen wir mal da vorne reinzukommen. Mal gucken, ob da mehr Platz ist. So. Boah, nee. Wenn jetzt einer sieht. Geht's nicht rein. Ihr habt mich angelogen. Hier geht's nicht rein. Och, Manno. Hier geht's nicht rein, so ein Mist. Dann müssen wir. Oh, dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen Ernte zerfahren. Irgendeiner hat gesagt, hier geht's rein. Da in Sallys Richtung hat einer gesagt, da geht's rein. Tja. Dann höchstens mal probieren, ob wir so rum reinkommen. Na komm, flutsch. Lass mal hier uns so reinhakeln. Jetzt haben wir es verbockt. Herr Ferrer, können wir Ihnen irgendwie helfen? Nee, nee, alles gut. Also ja, können Sie, wenn Sie die Bäume hier links und rechts wegmachen. Da wäre mir sehr geholfen. Hier alles nicht so einfach. Ja, ich versuche das. Ich krieg das aber hin. Ich will nur, ich habe nur so überlegt, ich wollte so wenig wie möglich Frucht zerfahren, aber wenn es nicht geht, dann... Oh, guck's mal. Ich bin ein Genie. Aber da kommt immer noch so ein Wall, der kann auch tricky sein. Wo, was kommt? So ein Wall. Aber hier ist ja eine Einfahrt, oder? Ja, aber so ein kleiner Wall. Echt? Ach ja, stimmt. Sie haben recht. Warte mal, ich muss mal den Drecher hier erntebereit machen. So, jetzt geht's los. Wir probieren das mal. Kleiner Tipp, ich würde jetzt nicht so gerade da hochfahren. Vielleicht so ein bisschen schräg? Ja. Holla! Ja, doch. Interessantes Thema. Ah ja, jetzt, oh ja. Danke, ja, für, sieht den, gut aus. Danke für den Tipp. Gerne, viel Erfolg. Danke, tschüss. Ah ja, wir haben auch Raps, perfekt. Das heißt, da kriegen wir wahrscheinlich das ganze Feld in den Korntank. So, das läuft doch. So, jetzt semmeln wir das hier schnell runter. Dann haben wir das für den Unternehmer auch erfüllt. Und dann passt das. Aber hä, wie wir uns da rein reingedingst haben, war schon gut, oder? Das war schon gut. Und zack. So.
einmal hier rum und dann geht es hier weiter mit dem Vorgewende. Und Rambazamba, da wieder rein. Jawohl. Und ja, das Feld ist nicht allzu groß. Das werden wir schnell hinkriegen. Das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge schaffen, da bin ich mir sicher. In der Zwischenzeit können wir nochmal unsere Produktion kontrollieren. 60.000, 40.000 haben wir schon wieder verarbeitet. Aber da fehlt doch noch. Was machen denn, was dauert denn so lange, diese Gülle hin und her zu fahren? Hä? Ich check das null. Jetzt ist der Unternehmer wieder bei mir. Herr Taxa? Herr Fasser? Wie viele Fuhre Gülle machen Sie denn gerade? Das ist die zweite. 30.000 Liter. 30? Ja. Wie viel können Sie laden? 30. Oh. Also die zweite mit 30, also 60.000. Sie können nur 30.000 laden? Mhm. Oh. Schade. Es gibt noch ein größeres Fass. Ich dachte, Sie haben das große Fass. Ja. Nee, leider. Das wurde mir zugeteilt. Ist das B- und Entladen sehr aufwendig? Eigentlich nicht, ne. Okay. Wie oft müssen Sie noch fahren? Ah, 140.000. Ich schätze zweimal noch. Gut, alles klar. Oh, dann wird das natürlich noch einige Zeit dauern. Shitty. Ich habe gehofft, dass das schneller geht, weil wir mit dem Stroh echt Probleme kriegen. Na gut, nee, aber Herr Taxa, so schnell wie es, so lange wie es dauert, dauert es eben, ne? Jo, genau. Guti, alles klar. Na, alles klar. Guti, dann bis dahin, tschüss. Jo, tschüss, tschüss. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz in die Produktion. Jetzt haben wir wieder 30.000, 62.000 Liter. Haben wir jetzt schon an Mineraldünger. Gut. 62.000 Liter Mineraldünger. Das heißt, ja, das wären zwei gesunde Fuhren, wenn das alles durch ist. Und da sollte es auf jeden Fall ein bisschen Geld geben. Definitiv. Um die 100.000 müssten wir ja jetzt schon haben. Ja, nicht ganz. So, und dann können wir mal schauen. Hier mit den Preisen aussieht. Weizen. Oh, November, Dezember. Wo sind wir denn überhaupt? Juli. Gerste. Die haben... Das ist zum Heulen. 714. Jetzt sind wir bei 500. Naja. Tja. Wir haben aktuell nirgendwo Höchstpreise. Das ist echt mies. Blöd. Achso, nee, stopp, wir müssen ja bei Brot gucken. Raps. Da war es Öl. Ja, sind wir auch meilenweit vom Höchstpreis weg. Und wie sieht es eigentlich bei Zucker? Oh, Zucker, guck mal, das Ganze ja relativ stabil, ey. Vielleicht sollten wir doch ein paar Zuckerrüben machen. Butterkuchen, Brot. Auch meilenweit vom Höchstpreis weg. Och, Manu, das ist doch kacke. Mist. Schade Limonade. Schade Limonade. Das ist ärgerlich. Aber nichts zu ändern. Lassen wir es drin, das Zeug. Ich würde sagen, wir lassen es drin. Und verkaufen derweil solche Geschichten wie Silage. Also das Stroh, was wir zu Silage verarbeiten. Dann die Gärreste, die wir zu Dünger verarbeiten, dass wir solche Sachen eben verkaufen und uns ein bisschen über Wasser zu halten und Geld zu generieren und dann die ganzen Güter, wenn die Preise gut sind, rausschmeißen. Hier ist noch eine Auffahrt, ja, das stimmt. Aber die ist genauso eng. Ja, müssen wir sehen. Aber raus kommen wir ja easy. So, 67%, das heißt, das ganze Feld müsste reinpassen. Einen Ladewagen kaufen? Von was soll ich mir einen Ladewagen kaufen? Das ist immer so geil. Kauft ihr mal dies, kauft ihr mal das, kauft ihr mal dies, kauft ihr mal das. Von was denn, Leute? Von was soll ich mir das denn kaufen? Ihr seht das selber im Kontostand. Und was das kostet. 6.875 wurde mir jetzt abgezogen. Das war der Diesel. Der ist jetzt erst abgegangen. Wow.
So. Einer kostet 23.000, ja. Aber Leute, wenn wir uns einen Ladewagen, was sollen wir denn? Also ganz ehrlich, warte mal, wir schauen mal kurz rein. Ladewagen, 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 Ladewagen. Was sollen wir denn? 23.000, gibt es überhaupt keinen für 23.000. Wir brauchen, wenn, dann brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen was Größeres. Und da sind wir sechsstellig im Bereich und das ist Kacke. Unternehmer anrufen zum Abfahren, jedes Mal 1.000 Euro. Jedes Mal 1.000 Euro pro Fahrt. Absolute Katastrophe. Können wir nicht machen. Können wir nicht machen. Strohballen pressen. Jetzt, wir haben unseren Ladewagen, habe ich auf Wunsch der Community letzte Woche verkauft. Unseren Strohwagen. Zeit. Ach so. Weiß nicht, warum die auf 6 läuft. Jetzt läuft sie wieder auf 5. Düngerpreis zum Verkauf. Da können wir auch nochmal schnell reinschauen. Da mal Zeit. Da haben wir wirklich gut Zeit mit dem Dünger. Ja, den Ballwagen haben wir eben nicht genutzt. Wir haben den Ballwagen tatsächlich nicht wirklich einmal genutzt. Das ist das Problem. Wir haben es immer vom Unternehmer direkt abholen lassen. Unternehmer fährt 21 abfahren. Nein, der Unternehmer hat gesagt, wir müssen das selber machen. Das ist Bedingung. Wir müssen selber abfahren, ansonsten funktioniert das nicht. So, Feld ist geerntet. Das bedeutet, einmal hier aus. Einmal diesen, jenen, einmal das. Und jetzt brauchen wir noch schnell einen Traktor hier oder einen LKW. Und zwar... Warte mal, Hafer, was erntet man auf der 19? Hafer. Dann nehme ich das Gespann zum Abfahren. Und schmeiß hier einfach ein Fendt davor. Moment. Der fährt nämlich 60. Oh, der Wartungszustand ist aber auch ganz übel. Quaderballen, Presseleien und Autoloader. Ja, ich überlege gerade, ob wir eine Maschine geliehen haben. Das Schneidwerk, oder? Ich glaube, wir haben das Schneidwerk ausgeliehen. Kann das sein? Weg mit dem Drescher weg. Obwohl, eigentlich habt ihr recht. Funktioniert das? Ja, 42 könnte man machen. Ja, hallo, Herr Kowalski. Hallo. Ach, Sie haben mich sogar eingespeichert. Na das klar, aber hallo. Mensch, du. Ich hätte nur eine organisatorische Frage tatsächlich. Gerne. Das Stroh einsammeln. Da stand er bei uns... Im Dock 16,2 als Feld. Meinen Sie damit Feld 16 und Feld 20? 16 und 20, dass die 0 vergessen wurden. Ah, okay. Also, weil wir haben uns gewundert. Wir dachten, die 2 gehört Ihnen ja gar nicht. Nee. Das, 16 und 20 tatsächlich. Alles klar. Na gut, dann hat sich das schon geklärt. Vielen Dank. Ja, gerne, Herr Kowalski. Ich glaube, der Kollege fährt aktuell noch GRS-e, ne? Der fährt noch GRS-e, genau. Wir hatten leider keinen Fass, was 50 Kubik schafft. Wir hatten nur eins, was 30 Kubik schafft, weil wir uns auch nicht sicher waren, ob Güllefässer auch abtanken können. Ja, doch, das geht.
Ja, wären aber auch nur der 4 Kubik Unterschied gewesen. Ist er mit dem LKW unterwegs? Mit dem LKW, genau. Mit dem okay, M1. Perfekt. Super, danke Ihnen vielmals. Gut, tschüss. So. Gut, dann müssen wir hier rein. Wow, holy shit. Hallo? Oh, Alter. Oh, da ist aber ein grünes Monster aufgetaucht vor Ihnen, oder? Oh, Gott sei Dank hat mein MAN Notbremsassistent, ey. Geil, oder? Und automatischen Rückwärtsgang. Oh. Folgendes, und zwar, ich habe hier Ihr Raps, Ihren geernteten drin. Wo ist denn wir. Die Ölmühle? Wie wir. Und den bringen Sie mit dem Mähdrescher persönlich vorbei, Herr Ferser? Ja, war doch gleich um die Ecke, deswegen. Ja, hallo? Das war doch gleich um die Ecke, deswegen habe ich gedacht, ich bringe Ihnen das hier gleich runter. Ich werde wild, ey. Sie machen mich fertig. Nein, das freut mich. Ich brauche wieder 2 Wochen Urlaub. Ist das hier links die Mühle? Ja, ja, Öl. Ich, ja. Wenn Sie da rankommen, ja. Ja, pass mal auf, hier über den Zaun mache ich das. Ja, zack, und dann geht er rein ins Lager. Geht das? Ja, aber hallo. Nee. Naja, ey, was denkst du, ich bin auf der Wurstsuppe hergeschwommen. Ich nehme eine kleine Rapsdusche, ja? Ja, machen Sie mal. Ach, das ist schön. So. Geld, jawohl. Damit ist Ihr Auftrag erledigt. Jawohl. Warten Sie, ich warte noch, bis das alles so übergeladen ist und der Kontakt leer ist. 7000 noch. Aber Sie haben aber auch reichlich zu fahren und zu tun hier, oder? Ja, ja. Das ist ja so. Der Wahnsinn, ey. Deswegen habe ich ja einen, Gott sei Dank, Billiglohn-Azubi. 15.209 Liter waren es übrigens. Oh, das ist ja nicht gerade viel Ausbeute, wa? Naja, ist kein großes Feld und zwar halt Raps, ne? So, warten Sie mal, da ist noch ein kleines Staubkorn, das muss ich dann hier noch reinpusten in den, jawohl. Gehst du wohl da rein, jawohl. So. Vorsicht! Gut. Vielen Dank, Herr Ferser. Ja, kein Problem, immer gerne. Wenn Ihre Verdienste richtig, kriegen Sie 5 Punkte von mir. Was? 5 Pluspunkte. Mua, mua, mua. Dankeschön. Sehr nett von Ihnen. Da freut ja, da bin ich da auf der Heimfahrt. Ja, wissen Sie, wie viele Punkte ich habe jetzt? Nee. Da muss ich mal nachfragen. Gut, alles klar. Jutti. Danke vielmals. Sehr gerne. Tschüss. Immer wieder gerne. Dann tschüss. Ja, geil, oder? Richtig gut. Richtig gut. Ja, das hat sich gelohnt. Na, Ditscher. Moin, Herr Ditscher, ich grüße Sie. Sie schon wieder. Sie verbrennen, ja. Was? Ja, ich stehe hier gerade vor Ihrem Haufen. Was für ein Haufen? Achso, vor Ihr. Sie haben gesagt, kippen Sie es mir vor die Dings. Ja, die Hänger schimpft schon seit 3 Tagen hier. Echt? Ja. Oh, da war der Fell. Was denken Sie, was mit dem Rasen da drunter passiert? Das weiß ich denn nicht. Ich habe ja gedacht, Sie räumen das gleich weg. Ja, womit denn? Ja, weiß ich nicht. Mit der Schaufel fürs Katzenstreu oder Herr Ditscher, ich habe mal eine Frage. Wie viele Punkte habe ich denn? Besser, mir geht so viele. Das ist nicht nett, Herr Ditscher. Ja, Sie haben 12 Punkte. 12? Brandaktuell. Haben Sie was dazu verdient? Was? Ja, ich habe nämlich gerade 5 Punkte dazu verdient. Das ist gut. Das ist gut. Weil ich nämlich dem Unternehmer habe ich nämlich geholfen. Trotz unserer Düngerdiskrepanz vom letzten Mal habe ich mich sofort gemeldet und habe meine Hilfe angeboten, wo es um die Ernte ging. Ja, das ist doch gut. Ja. Und? Ja, direkt ja. Am Rad drin oder was? Hat denn schon mal jemand außer den Herrn Hansen am Rad gedreht? Der Hansen, der dreht gar nicht am Rad. Der hat aber einmal am Rad gedreht. Der musste ich ja hier meine Spende abgeben. Da war der Hammerstiel. Ach so, ja, meine ich doch. Naja, Hansen, ja. Hammerstiel ist alles das Gleiche. Naja, der Dings hier, wie heißt er, der? Ach Gott, der komische da. Der Schneegans? Der mit seiner Brille, ja. Der genau, Snow Goose. Genau. Der hat ja auch schon mal gedreht. Ne? Da hat er bitter in die Zitronen gegriffen, oder wie sagt man? Ja, bitte in die Zitrone. Ich habe mal eine Frage. Können Sie mir vielleicht das Sabotagerad und das andere Rad nochmal schicken, dass der nochmal schauen kann, was da drauf war? Ja, aber kann der Herr Zapfer auch. Ach, der Herr Zapfer macht das? Ja, der macht das immer mit dem Rad. Der Herr Zapfer, das war der vom Lohnunternehmen, der Chef, ne? Ja. Alles klar. Der verwaltet auch die Punkte. Okay, gut, da weiß ich Bescheid. Danke Ihnen. Ja, viel Erfolg und so. Ja, ich guck mal, ne? Ja, schauen wir mal. Ciao. Tschüss. Chat, was meint ihr? Wollen wir nächste Folge am Rad drehen? Und welchen Rad wollen wir drehen? Was sagt ihr dazu? Glücksrad oder Rad der Schande?
Sabotagerad oder Glücksrad? Kowalski. Servus, Herr Kowalski! Ich bräuchte mal der Zapfe! Ganz kurz, bevor Sie den Herrn Zapfe bekommen, ich wollte gerade zu Ihnen kommen. Ich weiß nicht, Sie wissen das ja bestimmt noch, wo wir das Thema hatten bezüglich dem Minuspunkt oder die 1000 Euro, die Sie bezahlen sollten. Sie haben mir die 1000 Euro bezahlt. Ich habe das jetzt nochmal nachrecherchiert und es ist so, der Herr Dings ist ja da, ne? Genau, wie Sie es gesagt haben. Ich habe zu Ihnen gesagt, Sie können den Herrn Röhrig Bescheid geben. Er hat mir nicht Bescheid gegeben im Endeffekt. Okay. Jetzt wäre es so, ich habe mich auch gerade mit dem Herrn Ditscher nochmal rückversichert. Sie können sich jetzt aussuchen, entweder Sie kriegen die 1000 Euro wieder oder Sie bekommen den Pluspunkt nochmal zusätzlich. Den Pluspunkt, danke. Gut, alles klar, und ich würde den Herrn Zapfe Bescheid geben, dass er zu Ihnen kommt. So, machen wir das. Ich danke Ihnen. Ja. Tschüss. So, aber damit sind wir auch erstmal fertig, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da werden wir mal schauen, was der Herr Zapfe uns anzubieten hat. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.